zu wenig angelächelt, hat uns in den letzten Tagen die Sonne, was die Freude von vielen Festivalbesuchern aber nicht getrübt hat. Neben dem Summer Days Festival zu Aarborn hat auch das Festival Klangs Zappenzell am Wochenende zum Verweilen eingeladen. Verkehrte Welt, aber wenn man die Speisekarte angeschaut hat, anstatt Hamburger und Pommes frites sind den Besucher Känguru-Ragout, selber gemachte Wasabi, Schokowürste und frische Fisch aus dem Bodensee angeboten worden. Das Gourmet-Festival also hat sich unsere Maya Breccio nicht entgehen lassen. Schauen Sie. Das ist seit Festivalküche am Klangs in Appenzell. Wer hier Pommes oder eine normale Bratwurst sucht, ist fehl am Platz. Wie wild arbeitet die Küchenmannschaft an verschiedenen ausgefallenen Menüs. Rezepte sucht man hier vergeben. Das macht es auch so spannend hier, weil wir wirklich keine Grenzen haben. Wir haben nur die Vorgabe, dass wir ein Veggie-Gericht machen und ein Fleischgericht und den Rest können wir selber. Wir können uns hier bedienen, wir haben gute Produkte hier und ja, es macht einfach Spass. Spass macht das vielfältige Essen auch den Open-Air-Besuchern, die trotz strömendem Regen kräftig zuschlagen. Was ihnen genau angeboten wird, wissen sie beim Anstehen meistens noch nicht. Das Angebot wechselt von Minute zu Minute, ein bisschen chaotisch. Ja, kann man als Außenstehende schon so sagen, ja, aber wir hier wissen schon, was wir zu tun haben. Wir haben eine gute Küche natürlich und von dem her läuft das schon wohl. Das ist ja auch die Freiheit, die wir geniessen. Der Küche ist der Gallus Knechtli. Das Einzige, was er seinem Küchenteam vorschreibt, ist, wer wenn zu arbeiten hat. Bei allem anderen lässt er eine freie Hand und vertraut auf ihren Geschmackssinn. Wenn du irgendetwas gerade Lust hast, um es zu machen, hättest du Hunger drauf oder irgendetwas, dann muss es nachher gut sein. Wenn du irgendetwas vorgegeben bekommst, du musst jetzt ein Geschnetzle machen oder musst einen Serviettenknödel machen, machst du es aber gerne. Sondern einfach gibt ja Sachen, die du lieber und weniger gerne machst. Das tönt zwar schön und gut, ist aber gleichzeitig ein Wagnis. Natürlich, es kann alles in die Hose gehen. Auch mit mehr Freiheit kann es auch mehr in die Hose gehen. Es hat auch schon natürlich unter den paar tausend Portionen, die wir rauslassen, gibt es auch dementsprechend vielleicht zwei, drei schlechte Sachen. Vielleicht mal ein Steak, der nicht drin ist. Aber das kann man, da kann man reagieren, nochmal rein, an ein anderes gehen. Oder vielleicht ist mal auf einem Vegeteller Speckbohnen drauf oder so, aber da kann man ja dann auch schwätzen mit den Leuten. Also, das sind nicht Stier, das ist kein Stiersvolk da, die geniessen das. Und so sind die drei Tage Festival für die Besucher wie einen kurzen Wellnessaufenthalt, gutes Essen und eine gratis Schlammpackung dazu. Wenn Sie sich das Gourmet-Festival und alle anderen Beiträge nochmal in Ruhe anschauen wollen, dann besuchen Sie doch das Archiv auf unserer Internetseite www.tvoonline.ch.